18 Uhr, die Nachrichten im russischen Staatsfernsehen. Junge Russen präsentieren ihre technischen Innovationen bei einem Wettbewerb, befragt von Präsident Putin per Webcam. Über das neue Internetgesetz aber wird nicht berichtet, obwohl es den Zugang zum freien Internet in Russland entscheidend verändern könnte. Bei Roskom Svoboda, einer NGO für die Freiheit im Internet hingegen, blicken die Aktivisten in diesen Tagen mit Sorgen auf die Gesetzesänderung. Vor allem auf die Gefahr, dass Inhalte aus dem Ausland geblockt werden könnten. Unsere Organisation befürchtet, dass den russischen Internetnutzern der Zugang zum Westen abgeschaltet wird. Das wird zwar nicht im großen Stil fürs ganze Land umgesetzt werden, aber in einzelnen Regionen. Und so soll das neue Gesetz wirken. Zum einen sollen die Filter verbessert werden, um bestimmte Inhalte im Netz besser zu blockieren. Welche das sind, entscheidet eine staatliche Überwachungsbehörde. Zum anderen sollen bei Hackerangriffen oder Massenprotesten Teile des russischen Netzes vom Rest des World Wide Web abgekoppelt werden können. Es würde eine Art russisches Intranet entstehen. Auch in Russland schreitet die Digitalisierung weiter voran und der russische Teil des Internets müsse besser kontrolliert und geschützt werden, heißt es offiziell. Der Nutzer werde davon gar nichts merken. Von Einschränkungen oder dem Erschaffen eines unabhängigen Internets, wie manche Journalisten behaupten, kann keine Rede sein. Es geht darum, ein verlässliches Internet zu schaffen, das im Falle von äußeren Einflüssen wie massiven Hackerangriffen weiter funktioniert. Vor allem junge Menschen in Russland haben da ihre Zweifel. Im März, als die Ausmaße des Gesetzes bekannt wurden, gingen Tausende auf die Straße. Und bei den Protesten im Sommer gegen die Kommunalwahl gab es im Moskauer Stadtzentrum immer wieder Internetausfälle. Ob hier von offizieller Seite geblockt, ist unklar. Ich glaube, die User werden immer einen Weg finden, an verbotene Informationen zu kommen, solange wir in einem einigermaßen demokratischen Land leben. Aber wenn der Totalitarismus kommt und wir uns in einer Welt von Orwell und Bradbury befinden, dann wird die Technologie dem Staat, der Diktatur, gehören. Und es wird schwer für uns, dem etwas entgegenzusetzen. Schon jetzt gibt es Alternativen, Sperren im Netz zu umgehen. Doch die Sorge ist groß, dass das immer schwieriger und die Überwachung immer stärker wird. Dann schalten wir dazu noch zu unserem Russland-Korrespondenten Christian Semm. Was hat der Kreml da vor? Von China lernen, also wie man seine Bevölkerung digital kontrolliert? Offiziell wird ja von der russischen Führung ja immer betont, dass man genau das nicht will, dass man sich nicht abschotten will und die Nutzer auch nicht überwachen will. Aber jetzt mit dem neuen Gesetz hat man hier natürlich mächtige Instrumente in der Hand und niemand weiß, wann, wie und wo sie genau eingesetzt werden. Und dass das den Menschen hier große Sorgen macht, konnte man im Frühjahr sehen, bevor das Gesetz verabschiedet wurde, gingen in Moskau Tausende auf die Straße, um gegen dieses Gesetz zu protestieren, weil sie Angst vor Zensur haben. Merken Sie denn von Internetbeschränkungen selbst schon etwas in Moskau? Also es ist jetzt nicht so, dass heute ja wie so eine Art Schalter hier umgelegt wurde und plötzlich alles anders ist. Aber es ist heute tatsächlich schon so, dass einige Webseiten, da gibt es eine ganze Liste, hier gesperrt sind. Das sind verschiedene Inhalte. Da gehört zum Beispiel auch das Karrierenetzwerk LinkedIn dazu. Das kann man hier nicht aufrufen. Und dann ist es ist jetzt einfach so, dass man abwarten muss, wie diese neuen Instrumente eingesetzt werden, weil das immer noch nicht ganz klar ist. Das lässt man hier alles im Wagen, aber die Sorge ist einfach sehr, sehr groß, dass damit einfach die Meinungsfreiheit hier eingeschränkt werden kann. Und das treibt die Menschen hier um. Dankeschön, Christian Semm in Moskau.